herzlich willkommen bei meinem Videopodcast Wolliges Geplauder. Ich bin die Jenny aus dem Allgäu und ihr seht hier, was ich die letzten Wochen gehandarbeitet habe. Ja, dabei geht es hauptsächlich ums Stricken, diesmal auch ein ganz kleines bisschen ums Häkeln und ja, manchmal auch ums Nähen, aber diesmal nicht. Wobei beim Häkeln auch ein bisschen Nähen mit dabei ist, das seht ihr jetzt dann gleich. So, ich rück euch mal noch ein bisschen gerade oder ich rücke mich gerade. Ich habe jetzt ein bisschen rumgetüftelt, wie ich mich am besten hinsetze. Ich habe noch ein bisschen Tageslicht zum Aufnehmen, das möchte ich auch nutzen, weil einfach da die Lichtqualität besser ist. Ich sehe jetzt immer, ich schaue so auf die Seite, also ich versuche mal in die Kamera zu schauen, damit ihr nicht allzu sehr auch irritiert seid, wenn ich da immer so ein bisschen schief an euch vorbeischaue. Falls es denn doch passiert, tut mir leid. Ja, die letzte Aufnahme ist jetzt doch schon wieder eine ganze Weile her. War nicht ganz so geplant, aber es sind einfach aus persönlichen Gründen war für mich die letzten Wochen nicht unbedingt die Zeit, um etwas aufzunehmen. Und wenn man nicht die Stimmung dazu hat, dann sollte man das vielleicht auch nicht machen. Es ist ja kein Zwang für mich, ich mache das gerne. Und ja, wenn es nicht so ist, dann lasse ich das halt doch dann lieber mal bleiben. Wenn mir nicht danach ist und wenn Ereignisse sind, die mir ein bisschen schwer auf dem Herzen sind und warte dann ab, bis es einfach dann wieder besser wird. Und die Zeit ist jetzt, deswegen freue ich mich heute wieder für euch aufzunehmen und auch, ich mache das ja auch gerne für mich, dass ich immer so einen Überblick darüber habe, was ich gewerkelt habe, aber natürlich ja auch für euch. Und ja, ich bedanke mich für alle Kommentare. Ich glaube, ich habe die letzten vom Video auch gar nicht beantwortet. Es tut mir sehr leid. Irgendwie war auch da irgendwo, ist mir das so ein bisschen ausgeflutscht. Ich hole es mal noch nach, aber ich verschicke euch jetzt einfach mal so allen Herzchen, die da kommentiert haben. Und es tut mir leid, dass ich mich da nicht gemeldet habe diesmal. Aber ja, es waren einfach die Umstände. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Tara, tara, tara. Ich habe nämlich drei Sachen fertig. Ja. Und zwei Sachen zeige ich euch jetzt in einem kurzen Zwischenbericht. Den habe ich da nämlich gleich aufgenommen, weil eine Sache schon nicht mehr bei mir wohnt. Die habe ich schon weitergegeben. Die andere Sache habe ich zwar noch hier, aber ich habe das da gleich mit reingepackt, sodass ihr jetzt einfach einen kleinen Zeitsprung macht zurück. Und dort eben seht, was ich hier gebastelt habe. Bis gleich. So, jetzt kommt der kleine Zwischenbericht von meinen fertigen Projekten. Ja, wie schon angekündigt, zwei Dinge habe ich fertig und davon habt ihr eins noch gar nicht gesehen. Aber dieses eine Projekt, das verlässt heute schon wieder mein Heim und Haus. Das ist nämlich ein Geschenk und ja, bevor ich das eben verschenke, möchte ich es euch noch schnell zeigen, weil ich finde, das ist recht schön geworden. Aber zuerst zu dem anderen fertigen Projekt, das ihr auch schon kennt. Das sind nämlich die Weihnachtssocken für meine Mama. Die habe ich inzwischen fertiggestellt. Und ja, ich zeige sie euch einfach. Das ist der erste. So, jetzt drängt sich die Katze hinten hervor. So, ihr seht nur die Ohren. Na, Olaf, möchtest du mit ins Bild? Ja. Gut, so, genug gestreichelt. Er kriegt nachher wieder seine Kuscheleinheiten. Ja, das sind also die Weihnachtssocken für meine Mama. Es ist irgendwie ein bisschen unscharf, habe ich den Eindruck. Ja, ich habe schon ein bisschen gedacht, vielleicht sind sie ihr zu bunt, aber da muss jetzt einfach doch. Also, ich glaube, sie gefallen ja schon, weil sie sind recht weich und am Fuß kann man durchaus auch was Buntes tragen, auch wenn man schon ja, etwas älter ist. Ich sage jetzt nicht, wie alt meine Mama ist, da wäre sie nicht erbaut. Die hat immer ein Problem mit ihrem Alter. Aber ist natürlich schon eine ältere Dame. Ja, ich habe hier den Kaffeebohnenzopf gemacht, zwei Stück. An der einen Socke habe ich es an der rechten Außenseite gemacht und auf der anderen Socke an der linken Außenseite, sodass man das eben dann gegengleich anziehen kann, egal ob man es nach innen oder nach außen möchte. Außen finde ich es schöner, aber wenn man die Socken andersrum anhat, ist auch wurscht. Und ja, bin mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden. Ich hoffe, sie passen dann auch. Die Wolle ist von Wolloholika, von der lieben Gabi. Und zwar vom Wollfest in
Blaubeuren war das, glaube ich. Blaufelden hieß es. Blaufelden hieß es, genau. Und ja, da habe ich einen Strang von ihr bekommen und einen noch dazu gekauft. Und nochmal herzlichen Dank, Gabi, falls du zuschaust. Das dunkle Lila ist das Garn Mondblume. Das ist ein, sag ich mal, einfaches Sockengarn. Das ist nicht ganz normal. Und das hier, das ist so die Kuschelvariante. Das ist das Garn Segelsetzen. Und da ist eben Merino drin. Und man merkt hier wirklich den Unterschied. Ja, und ja, sind beide fertig geworden und können jetzt eben verschenkt werden zu Weihnachten. Ich habe gar nicht so viel gebraucht. Also ich habe von dem lilanen oder von dem fuchsiafarbenen habe ich nur knapp, ist mal aufgeschrieben, 21 Gramm habe ich gebraucht. Oh, das ist ja furchtbar hier, das Licht. Besser? Ich glaube schon. Ja, da habe ich nur 21 Gramm gekauft, habe ich also noch das allermeiste übrig. Und selbst von dem anderen Garn habe ich nur die Hälfte von dem 100 Gramm Strang ungefähr gebraucht. Also ich könnte noch mal solche Socken stricken. Also ich werde auch auf jeden Fall aus dem Rest noch irgendwas machen. Ob es solche Socken werden oder andere, weiß ich noch nicht. Aber das erstmal in Zukunft. Gut, erstes fertiges Projekt. Erstes fertiges Weihnachtsgeschenk. Die anderen sind noch in Arbeit. Die zeige ich euch dann nachher. Und jetzt, was ich zwischendrin diese Woche gemacht habe. Und zwar hat eine liebe Freundin von mir Geburtstag. Die kennt ihr vom Namen her. Das ist die liebe Sandra, die Wollfarberin. Und ja, und was schenkt man einer Wollfarberin? Die hat Wolle und wenn sie keine Wolle hat, färbt sie sich schöne Wolle. Und ja, auch sonst ist mir wenig eingefallen, was ich ihr schenken könnte. Ein Anleitungsbuch habe ich ihr, glaube ich, letztes Jahr geschenkt, wollte ich nicht schon wieder. Und irgendwas selbst gemacht, das ist einfach auch schön. Und ja, sie strickt aber auch hervorragend, sie näht viel besser als ich. So, da fällt die Auswahl jetzt schon mal sehr schwer. Aber mir ist dann eingefallen, so diese Sofakissen, die ich mal gehäkelt habe, die gefallen ihr sehr gut. Und ja, so ein großes werde ich nicht schaffen, aber ich habe mir gedacht, so ein kleines Sofakissen, so ein kleines Kuschelkissen aus schöner bunter Wolle, ich habe wieder Wollreste dazu herausgekramt, das wäre doch ein passendes Geschenk. Und das habe ich ihr dann auch gemacht. Die Anleitung ist, habe ich wieder gefunden bei It's All in a Nutshell. Das sind Videos, die eben Schritt für Schritt zeigen, wie das Ganze dann gehäkelt wird. Die Anleitung selber weiß ich jetzt nicht mehr, von wem die ist. Ich hoffe, ich schaue es dann mal noch nach, dass ich es euch dann sagen kann. Also es ist nicht von der Dame, die die Videos macht, sondern von einer anderen. Also die übernimmt es dann einfach und häkelt es dann quasi schön vor. Man kann die kostenfrei anschauen und ich verlinke die einfach euch unten in der Infobox. Die sind auf Englisch, aber ich denke, man sieht das ja, was sie macht. Also man kann dem auch relativ leicht folgen. Also für alle, die sowas machen wollen, ist es überhaupt nicht schwer und es macht wahnsinnig großen Spaß. So, und das ist das Kissen, das entstanden ist. Ja, ich finde es wirklich toll. Also es ist so 40 auf 40 und hat in der Mitte, sieht man so, das ist so ein bisschen puschelig, das ist so ein bisschen ein 3D-Effekt, diese Blüte. Und dann nach außen eben wird das dann gehäkelt mit verschiedenen Maschen. Und ich habe ganz kunterbuntes Garn verwendet. Ich bin nur eben vom der Farbe her ungefähr im gleichen Schema geblieben. Also da ist drin Drops Alpaka, da ist drin Merino-Wolle, da ist drinnen Polyacryl irgendwie, dann irgendwas Undefinierbares, wo ich nie irgendwo ein Kleidungsstück draus häkeln soll. Dieses blaue Garn, ich glaube, das ist ein Relikt, keine Ahnung, aus den 80er Jahren oder so, habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen. Aber für solche Zwecke tut es das wunderbar und es gibt einfach immer so eine schöne bunte Mischung zusammen. Ja, ich habe das dann aufgenäht auf ein Stück Stoff und hinten schaut es dann so aus. Ja, und oben ein Reißverschluss und das ist jetzt eben mein Geburtstagsgeschenk für die liebe Sandra. Ich hoffe, es gefällt ihr. Und wenn sie nicht gefällt, dann behalte ich es. Nein, ich glaube schon, dass ihr das gefällt. Ja. Ja, so, das waren jetzt meine zwei fertigen Objekte. Beides keine großartigen Sachen, aber eben trotzdem etwas fertig geworden.
Und damit beende ich meinen kleinen Zwischenbericht und es geht weiter wieder mit dem ganz normalen Podcast Wolliges Geplauder. Ja, und hier seid ihr wieder zurück im aktuellen Video. Ich habe inzwischen auch noch ein bisschen versucht, das Licht zu optimieren, dass es nicht so streifig wird, wie ich das hier sehe. Und ich zeige euch jetzt noch das dritte fertige Objekt. Das ist vor ein, zwei Tagen fertig geworden. Das kennt ihr auch schon. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, auch ein Weihnachtsgeschenk für meinen lieben Freund. Und er bekommt einen Schal von mir. Ich habe ihn Wolfis Streifzug getauft. Die Anleitung habe ich mir selbst ausgedacht. Und ja, er ist noch, die Fäden sind noch nicht vernäht. Er ist auch nicht gebadet oder gespannt. Aber das ist jetzt das fertige Objekt. Da seht ihr, da hängen noch einige Fäden dran. Die muss ich jetzt dann mal noch vernähen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz simple Anleitung oder ein ganz simples Stricken. Man strickt den Stahl quer. Ich zeige euch, ja, ich zeige euch nicht die Rückseite hier. Quer und dann in graues Rippen einfach. Und ich habe am Anfang in dunkelblau, das ist Drops Merino. Mal schauen, ob ich gerade eine Banderole da habe. Nein, Drops Merino extra fein ist das in so einem dunkelblau. Und ich habe dann so Streifen gemacht und das Graue ist Drops Merino Puno, Drops Alpaka oder nee, Drops Puna heißt sie, aber es ist eine Alpaka-Wolle. Und das Blau melierte, das ist einfach eine sechsfache Sockenwolle, da hatte ich einen Rest. Und ja, das ist dabei rausgekommen und ich habe dann, also er ist bestimmt ordentlich lang, ich hoffe, dass er nicht zu lang ist, dass es ihn nicht stört. Wenn es wirklich arg zu lang ist, würde ich sogar vielleicht einfach vielleicht ein Stück hier abschneiden, also das irgendwo vernähen und dann sticken, müsste ja funktionieren. Dann habe ich das auch schon mal geübt. Aber ich denke, es vielleicht passt es auch ganz gut. Und ich habe einfach hier oben auch nochmal an den Querstellen die Maschen aufgenommen und da auch nochmal 5 Rippen gestrickt und dann einfach ganz sauber gerade abgekettet, sodass das auf der Seite eben auch einen schönen Abschluss gibt. Ja, also sehr simpel zu stricken, aber ich finde gerade für einen Mann, da muss es ja nicht so das aufwendige und knallbunte Muster sein, finde ich das eigentlich ganz schön und man kann das eben dann also entweder so durch die Schlaufe ziehen, wie es viele machen, oder dann zweimal rumwickeln. Ja, ich hoffe, er gefällt, der Schal. ja, das ist ein Weihnachtsgeschenk, ein weiteres Weihnachtsgeschenk und das sind jetzt meine fertigen Projekte, bis auf ein Projekt. Ah, das hole ich noch schnell. Ich bin ganz gleich wieder da. Sorry, dass ich jetzt einfach weglaufe, aber ich wollte es jetzt nicht nochmal ausschalten und ich traue mich nicht mehr auf Pause zu drücken, weil es da manchmal mir die Tonspur verschiebt. Ja, ich habe noch ein fertiges Projekt und da schmücke ich mich eigentlich jetzt komplett mit fremden Federn. Ich habe es nicht selber gestrickt, weil ihr würdet euch jetzt wundern, wenn ich euch einen komplett fertigen Pulli unter die Nase halte und dann sagt, boah, wann hatten die das gestrickt? Den hat es ja noch nie gezeigt. Nein, der Pulli ist der Pulli Flex Light, gestrickt aus Alpaka von Fair Alpaka in einem schönen Grauton und der schaut so aus. Vielleicht hänge ich hinten dran noch ein Tragefoto oder ein Foto, wo er auf meiner Püppi drauf ist. Oben ist es mit Kraus rechts und das zieht sich dann dieses Kraus rechts auch auf dem Arm hin. Das Bündchen ist auch in Kraus rechts. Und hier vorne hat er als wirklich schönes Element auch so einen Kraus rechts Teil, so einen Keil dann drinnen, was eine sehr gute Figur macht, finde ich. Ja, und wie komme ich jetzt zu diesem Pulli? Unten ist ein I-Cord dran.
Den hat die liebe Brigitte gestrickt. Da war ich am Dienstag beim Stricktreffen, bei mir hier ganz in der Nähe. Und ja, da hatte die den dabei und irgendwo hat ihr der nicht gescheit gepasst. Und mir hat er gepasst. Und so hat mir die liebe Brigitte diesen Pulli überlassen. Super, super nett, super toll. Ich freue mich total. Und ja, ich werde ihn mit viel Liebe anziehen und tragen. Und ja, herzlichen Dank nochmal, Brigitte. Und du weißt, dass du wirklich was ganz viel bei mir gut hast. Also ich möchte mich dafür schon revanchieren, für diese Arbeit und für diesen wirklich tollen Pullover. Was ich vielleicht noch ändern möchte, wo ich noch ein bisschen, das ist der Kragen, der ist sehr eng anliegend und das liegt mir erstens nicht so und zweitens mit Alpaka, wenn man da ein bisschen schwitzt und das hier so anliegt, dann kann das sein, dass es ein bisschen zieht. Da muss ich mal noch schauen. Also so wie es ausschaut, ist er nicht zusätzlich angestrickt. Also ich werde es mal auftrennen. Das ist hier mit so einem eigentlich schönen Mäusezähnchenrand umgenäht. Ich werde es mal aufmachen und dann sehe ich, ob das vielleicht nachträglich angestrickt worden ist. Dann würde ich einfach diese Kante hier wegmachen und oben dann nur einmal einen schlichten Eicord rummachen oder irgendwie sowas, dass diese 2 cm schon mal wegfallen. Das würde mir reichen. Oder ich habe mir schon überlegt, ob ich das auch einfach abnähe. Das ist ja Alpaka, die verhakt sich sehr gut. Also die kann man vielleicht dann auch wirklich gut vernähen. Einmal, also und dann einfach das wegschneiden und dann danach dann einfach nochmal was dran rumstricken an Eicord oder so, dass man einfach da ein bisschen einen größeren Ausschnitt hat. Aber da muss ich mal überlegen, ob ich mich daran traue, weil ich will ja da nicht den Pullover kaputt machen, das wäre ja ewig schade. Ich probiere es mal so, wenn ich den so trage mit dem Kragen. Und wenn es mich dann arg stört, dann könnte ich das immer noch machen. Aber er wird auf jeden Fall getragen. Und ja, so kommt man zu einem neuen Pullover. Man geht zum Stricktreffen und kommt mit einem kompletten Pullover heim. Das ist wirklich, ja, passiert einem ganz, ganz selten. Okay. Ich schiel schon wieder so zur Seite, ich weiß. Verstehe das gar nicht. Also, ja, vielleicht muss ich da irgendwo die Kamera nächstes Mal andersrum hindrehen, oder? Ja, gut. Damit müsst ihr jetzt einfach leben. So, dann gehen wir mal damit weiter, was ich auf den Nadeln habe. Ich war eigentlich schon durchaus fleißig in den letzten Wochen und habe einiges gestrickt und bin gerade ziemlich in der Weihnachtsgeschenkeproduktion. Ihr habt ja schon 2 Geschenke gesehen für Weihnachten. Die Socken für meine Mama, die fertig sind, den Schal für meinen Freund. Und ich habe noch 2 weitere Socken auf den Nadeln. Zwei, ja doch, 2 Socken. Ich habe 3 Socken auf den Nadeln, aber 2 sind als Geschenke gedacht. Und das sind einmal die Weihnachtssocken für meinen Papa. Hier ist der erste fertig, den habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Und der zweite ist jetzt inzwischen soweit. Da ist nicht so weit viel passiert. Ja, weil es mir da zeitweise nicht so danach war, da dran zu stricken. Aber jetzt muss ich dann langsam Gas geben. Also es fehlt jetzt noch ein Stückchen vom Schaft. Dann die Ferse. Und dann der Fuß. Und die Wolle ist von Regia. Ganz schlichte, normale Sockenwolle. Business Color heißt die. Also kommt die Farbe ganz gut raus, auch wenn man das Etikett nicht lesen kann. Wenn ihr die Farbnummer wissen wollt, dann meldet euch einfach. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die noch zu kaufen gibt, weil das ist schon eine etwas abgelagerte Wolle. Und ich habe dann für die abgesetzte habe ich so ein graues Garn. Da habe ich auch zwischen was nachgekauft, das ziemlich gleich ausschaut wie das, was ich habe, weil ich denke, die wird hier nicht mehr ganz reichen. So dass ich da dann ein bisschen noch auf jeden Fall das dann auch weiter so absetzen kann. Weil ich habe ja letztes Mal gesagt, vielleicht, wenn es mir nicht reicht, mache ich die Spitze dann in der Hauptfarbe. Aber das wird jetzt so nicht so sein. Also ich werde das jetzt schon so lassen. Gut, das sind meine Socken für den Papa. Dann habe ich mir überlegt, ich stricke jemanden Socken, dem habe ich noch nie Socken gestrickt. Muss ich nur schauen, wo ich die hin habe.
Ich habe ja alles rund um mich herum gelagert und drapiert, dass ich da irgendwie hinkomme. Ich sitze auch in meinem neuen Handarbeitsplatz. Also ich habe mir bei IKEA so einen Sessel gekauft. Das Video enthält übrigens unbezahlte Werbung. Merkt ihr auch gerade, nicht nur für Wolle, sondern auch für anderes. Also ich habe einfach bei IKEA einen Sessel gekauft, was ich schon immer wollte. Und der steht jetzt vor meinem Ofen. Und das ist jetzt mein neuer Lieblingshandarbeitsplatz. Daneben habe ich mir noch eine Stehlampe aufgestellt, dass ich ja auch gutes Licht habe. Und da fühle ich mich wirklich wohl. Und das ist so, ach, ein total kuscheliger Platz für den Winter zum Stricken und zum Lesen. Und ja, da kann ich mich total entspannen. Einen Nachteil hat es allerdings, meine Katzen, vor allem mein Kater, der findet diesen Platz auch total toll. Ich habe auch so ein Lammfell reingelegt. Das findet er super und deswegen gibt es da immer so ein bisschen Diskussionen, wer da drin sitzen darf. Aber ich kann mich meistens durchsetzen. Oder wir sitzen beide drinnen, aber das ist nicht ganz so gemütlich dann zum Stricken. Ja, wem stricke ich jetzt noch Socken? Und zwar meinem Bruder. Ja. Der hat mir letztes Jahr zu Weihnachten dieses Buch geschenkt. Natürlich mit einem kleinen Wink und Hinweis, was denn die Schwester so haben möchte. Kam dann dieses Buch und dann habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch jetzt ganz nett, wenn ich ihm daraus Socken stricke. Ich habe mich jetzt nicht getraut, so diese ganz bunten Socken zu stricken, nicht weil ich nicht glaube, dass er das nicht anziehen würde, aber das Problem kennt er vielleicht bei diesen kompletten Colorwork-Socken, die sind nicht so dehnbar. Und bevor die dann nicht passen und er sie mir dann nicht anzieht, habe ich mich zu einem Modell entschlossen, wo ein bisschen Colorwork drin ist, aber nicht so viel. Das heißt hier, das sind das die Socks Number 14 oder 14, 14. Und das sind die hier. So schauen sie hier drin aus. Und. Bei mir schauen sie so aus. Also ich habe ein bisschen andere Farben gewählt. Ich habe geguckt, was ich zu Hause habe. Die Wolle ist von Tropps Fabel, Sockenwolle. Und mein Bruder mag es durchaus ein bisschen bunt. Darum habe ich das Orange gewählt. Und habe jetzt aber festgestellt, dass mir das, ich habe nur 50, sind nur 50 Gramm Knäuel von Tropps Fabel. Und ich habe von dem Beige-Ton nur einen. Und ich habe jetzt mal, da das doch recht große Socken sind, habe ich festgestellt, dass ich bis hierhin schon fast 25 Gramm verbraucht habe. Und jetzt wechsle ich eben vorne nochmal ins Blaue und mache die Spitze dann auch in Blau. Ich denke, das kommt dann auch ganz gut rüber. Ansonsten ist es einfach so eine, ich habe eine Herzchenferse gemacht, wie bei meinem Papa auch übrigens. Und oben eins rechts, eins links. Nicht mal, auch nicht verschränkt. Ja, und unten kommt dann eine ganz normale Bandspitze hin. Ja. Beide Socken sind Größe 45, also die männliche Seite meiner Familie lebt auf sehr großem Fuß. Und ja, und ich habe sogar Sockenbretter inzwischen für Größe 45. Der liebe Johannes hatte welche übrig. Und da habe ich mich gemeldet, weil ich mir eben gedacht habe, ja, genau, das sind doch Socken, die ich vielleicht öfters mal stricke. Also für meinen Papa stricke ich ja regelmäßig Socken. Und ja, und er hat mir die geschickt. Die sind allerdings noch eingepackt oder besser gesagt umwickelt. Er hat sie mit einem wunderschönen Sockenwolle umwickelt. Die muss ich erst noch auspacken. Aber wenn die fertig sind, die Socken, kann ich sie dann euch tatsächlich auf meinem Sockenbrett, meinem allerersten Sockenbrett präsentieren. Ja, aber das dann erst im nächsten Video. Gut, ja, das sind die Socken und ich habe nochmal Socken auf den Nadeln. Ich gucke nur, wo ich sie jetzt hingelegt habe. Habe ich es überhaupt hergerichtet? Sonst muss ich jetzt doch da unten. Ich muss jetzt ein bisschen nach unten greifen. So. Die kennt ihr auch noch nicht. Ich habe mich nämlich daran erinnert, dass ich letztes Jahr nach Weihnachten einen Knäuel Weihnachtssockenwolle gekauft habe. Die war dann natürlich reduziert und im Angebot. Und als schwäbische Schnäppchenjägerin muss man da natürlich zuschlagen. Und ich habe es fast vergessen, dass ich die hatte. Aber irgendwo, als ich dann die Sockenwolle für meinen Bruder, glaube ich, rausgegruschtelt habe, ist mir der Knäuel dann wieder in die Finger gefallen. Da habe ich gedacht, ach, ja genau, da war doch was. Und hier ist sie. Ja, und dafür gibt es jetzt Socken für mich. Und da habe ich auch schon ein ganz schönes Stück gestrickt. Ich mache mal
das Needle Cozy weg. Das ist gerade das Needle Cozy, was mir die Andrea mal genäht hat. Und das sind meine Socken. Ganz simpel. Ich habe so ein bisschen die Idee von der Karin aufgegriffen, von Karens Strickereien, dass ich die jede Nadel zwei Maschen in links stricke, sodass da so ein bisschen so eine Rippe dann jeweils drinnen ist. Ist allerdings nicht ganz gleichmäßig verteilt, aber das finde ich eigentlich ganz interessant dran. Oben ein zwei rechts, zwei links Bündchen, theoretisch, wobei ich mich da auch mal verzählt habe. Aber das sind einfach Socken für mich, da darf das auch mal ein bisschen ungleichmäßig sein. Ja, auch eine Herzchenferse. Und im Moment habe ich wirklich lauter Socken vom Schaft ausgestrickt. Sonst stricke ich ja sehr oft auch Toe ab. Aber im Moment mache ich es eben dann ganz gern so. Immer mal wieder was anderes. Nadeln bei allen Socken übrigens sind 2,25er. Das ist so meine ganz gängige Nadelstärke. Und ich habe eben festgestellt, ich stricke sie viel lieber mit einem klassischen Nadelspiel als mit Magic Loop. Und alle anderen Dinge habe ich noch nicht ausprobiert. Da kann ich keine Aussage machen, wie das mit diesem Crazy Trio oder wie das Ding heißt, zu stricken ist. Habe ich nicht getestet. Ich komme mit dem Nadelspiel eigentlich immer ganz gut zurecht und stricke da auch sehr gern damit. Das Einzige ist immer, dass man so beim Transport halt ein bisschen aufpassen muss und auch, dass die eben nicht irgendwo mal abbrechen, wenn man sich aus Versehen draufsetzt. Da sind die ja recht anfällig. Jo, also da bin ich so in der Mitte vom Fuß und ich denke, da wird jetzt auch nicht mehr viel fehlen, bis dann die Spitze kommt. Ich weiß nicht ganz, ob ich da bis Weihnachten fertig werde oder dann eben stricke ich eben noch um die Weihnachtszeit dran. Und so Weihnachtssocken kann man sicherlich auch bis Ende Januar locker mal tragen. Nimmt ja keiner so genau. Jo, das ist mein drittes Paar Socken, was ich auf den Nadeln habe. Genau. Genau, bei den Colorwork-Socken von meinem Bruder. Da habe ich beim Colorwork allerdings 2,75er Nadeln genommen, damit es ein bisschen dehnbar ist. Ich hoffe, dass es funktioniert und dass er gut rein und raus kommt. Jo, das war das. Dann, was könnte ich euch noch zeigen? Genau, meine Decke, meine Sockenwolldecke. Machen wir damit weiter. Die habe ich jetzt hier. Und, da bin ich hier. Da habe ich, glaube ich, auch, genau, da sind doch drei neue Quadrate dazugekommen. Die sind Sockenwolle, die ich hier habe. Und hier, das ist das erste Quadrat, das aus meinem neuen Sockenwollkalender ist. Ja, ich habe tatsächlich doch noch einen Sockenwollkalender. Irgendwo habe ich mich ja verpasst, da anzumelden. Letztes Jahr hat mir das so großen Spaß gemacht, da mitzumachen bei der lieben Janine. So, so ist besser, genau, da sieht ein bisschen mehr von mir. Genau, da habe ich mitgemacht und irgendwo habe ich es dieses Jahr total verpasst, mich dort oder anderswo anzumelden. Und so ist mir eigentlich dann ganz kurz vor dem 1. Dezember eingefallen, ich hätte gerne auch noch einen Sockenwollkalender. Wo kriege ich jetzt noch einen her? Habe dann ein bisschen gegoogelt und bin dann drauf gekommen, dass bei eBay jemand den Opal-Sockenkalender, ich glaube aber, der ist nicht von letztem Jahr, sondern von vorletztem Jahr oder was weiß ich von wann, verkauft. Und zwar nicht den Kalender, sondern nur den Inhalt. Aber der war nicht von Opal schon original verpackt, also das hat nicht jemand gesammelt und dann einfach so weitergegeben, sondern Opal hat da wohl den Inhalt auch getrennt verkauft. Und das gab so in einem Restposten in einem eBay-Shop und das dachte ich mir, das ist ja super. War jetzt auch preislich für mich noch okay und da schlage ich zu. Und den habe ich mir dann in meine Mützen gefüllt, da das nur 10 Gramm Knäuel sind, passen die da sogar rein. Manchmal muss ich ein bisschen stopfen. Ich hänge euch am Ende auch dann noch ein Bild hin davon, wie das dann ausschaut. Manchmal passt aber sogar noch ein bisschen Schokolade mit rein. Und das ist eben dann mein Kalender für dieses Jahr. Die Überraschung ist jetzt nicht ganz so groß, weil da immer so ein kleiner Knäuel rauskommt und ich habe den selber reingestopft. Aber trotzdem ist es einfach schön, wenn man jeden Tag da was rausziehen kann. Und ich finde die Knäuels auch total süß.
So, ich habe jetzt einfach mal so ein paar als Beispiel dabei. Also lauter so ganz kleine, süße Mini-Knolls. Sie sind doch niedlich. Und auch die Farben sind total toll. Und ich habe auch festgestellt, ich habe jetzt erst eins verstrickt, aber Opal hat einfach tolle Sockenwolle, so allein von der Qualität her. Ja, und da bin ich dann schon mal wieder für ein gutes fürs Jahr ganz gut versorgt. Also ich kriege da ein Quadrat kriege ich raus und vielleicht werde ich die dann auch so ein bisschen, wenn es sie farblich passen, so mischen, dass ich da dann die halben Knäuel, die dann noch da sind, dass ich die dann auch noch verarbeite. Dann kriege ich, boah, 24 Tage sind es, dann kriege ich da 36 Quadrate vielleicht raus, ungefähr. Ja. Gut, also. Ja, ich habe jetzt für diese Reihe habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich war so mein Ziel, dass ich die vierte Reihe in diesem Jahr noch voll bekomme. Mal schauen, ob ich das schaffe. Dass da mal ein bisschen was danach geht. Aber da stricke ich jetzt ein Jahr dran und war pro Jahr vier Reihen. Wenn ich so, wie viele Reihen möchte ich? 20? Also, ihr braucht Geduld, ihr werdet es noch sehr oft sehen, wenn ich da überhaupt so lange dabei bleibe. Aber das ist, ja. Aber ich muss sagen, ich bin schon stolz, dass ich das jetzt wirklich immer konstanter dran gestrickt habe und dass das bisher eigentlich nie so richtig ganz brach liegen geblieben ist, sondern das war schon immer so, immer ein bisschen was zumindest. Gut, dann kommen wir zu den größeren Sachen, die ich auf den Nadeln habe. Und da bin ich auch mit zwei Sachen ziemlich weit gekommen und fast fertig. Das erste ist der Kunkelkorn von der Kunkelstube. Und hier sind wir wirklich so in den letzten Zügen von unserem Pulli Wanderling. Das Anleitung ist eine Kaufanleitung von Isabel Krämer. Ich stricks mit dem Originalgarn. Das ist die robuste Finkhofwolle. Merino fein, also Merino-Wolle ist es in dünn, die sehr griffig ist. Ich hatte die jetzt in einer Tasche drinnen. Da hatte ich vorher mal Kosmetika eingekauft oder Seife. Deswegen riecht die jetzt. Die hat diese so ein bisschen angenommen. Deswegen rieche ich jetzt danach. Also es riecht sehr, sehr fein. Gut. Und ja, also wir sind, ich habe beide Ärmel fertig. Ich weiß nicht mehr, wo ich das letzte Mal war, als ich den euch gezeigt habe. Also sind die Ärmel fertig. Die Ärmel habe ich wie in der Anleitung. Das ist dafür direkt dran. In der Anleitung habe ich mit graues Rippen und habe aber am Handrücken diesen Zopf dann zwei Stück reingemacht. Auf beiden Seiten und vorne dran mit einem I-Cord dann noch abgekettet. Und passt wunderbar, sind auch schön lang die Ärmel. Auf der Rückseite hat er ja auch dieses Muster und eben hier auch an den Schrägen. Und das geht hier jetzt auch unter den Armen entlang. Ich mache keine Taschen hin, weil da sammelt sich nur irgendwelcher Müll an bei mir. Und ich finde es auch jetzt nicht so besonders figurfreundlich, wenn man an der Stelle da noch etwas hat, was zusätzlich aufträgt. Ja, und ich bin jetzt eben so weit. Also ich brauche jetzt vielleicht noch so, ich schätze mal so 10 cm und dann kommt das Bündchen. Also der wird auf jeden Fall bis zum nächsten Mal fertiggestellt. Und ich habe ihn schon probiert, also er passt wunderbar. Da muss ich dann noch gucken nach Knöpfen, die ich hinmache und freue mich schon drauf, den dann anzuziehen. Schön waschen und spannen, damit sich das alles noch ein bisschen glättet. Das ist mein erstes fast fertiges Objekt. Dann, woran habe ich noch fleißig gestrickt? Das ist auch eine Anleitung von Isabel Krämer. Und zwar der Cardigan Tracy. Auch hier bin ich schon ein ganzes Stück weitergekommen. Letztes Mal, da habe ich sogar einen Progress Keeper dran. Da war ich gerade so, dass ich den, das, schauen, dass ich da keine Nadeln rausziehe. So, dass ich den Körper fertig hatte, fast fertig. Und den habe ich jetzt auch fertig. Da habe ich unten mit einem I-Cord abgekettet. Bisschen blöd jetzt zum Zeigen. Ich habe inzwischen auch den ersten Ärmel gestrickt. Zeige ihn euch mal.
also von vorne. So, der Ärmel ist ganz schlicht in rechts, so kommt auch nicht mehr dieses, ich habe mir noch überlegt, ob ich dieses Muster, das oben hier dran ist, an der Schulter, also am Jog und auch unten vom Bündchen, ob ich das dann an den Ärmeln mit reinnehme, habe aber dann drauf verzichtet. Es ist einfach eins rechts verschränkt, eins links und auch nicht mal ein I-Cord zum Abketten. Ich habe das jetzt einfach mal so ganz schlicht gelassen. Das hat mir jetzt einfach besser gefallen. Und ja, und ich habe auch schon beim ersten die erste Blende dran gestrickt mit den Knopflöchern auch. Es sind so kleine Knopflöcher dran. Da hängen auch viele Bändel weg, weil ich da immer wieder Wolle neu angesetzt hat. Man sieht es leider recht schlecht, weil das einfach so eine dunkle Wolle ist. Aber ja, und ich habe jetzt hier den zweiten Ärmel, habe ich die Maschen aufgenommen. Da bin ich aber erst ein paar Zentimeter weitergekommen. Ich versuche ihn mal nochmal so zu zeigen. Ich sehe bloß nicht, was ich euch zeige. Ja, ihr seht aber auch nicht viel von dem Ding. Also da habe ich auf jeden Fall nicht mehr viel. Die Farbe ist eigentlich dunkelblau. Und das ist, ich tauche kurz ab, Entschuldigung, das Garn Darni, das ist ein Tweedgarn von Studio Donegal. Ich habe das bei meinem Irlandurlaub habe ich das gekauft. Und sehr, sehr weitläufig, also es sind drei Knäuels, was ich jetzt habe. Das ist der dritte Knäuel, aber ich habe auch vom zweiten, vom Körper noch einiges übrig. Also das reicht auf jeden Fall dicke. Gut, also da hoffe ich auch, dass der dieses Jahr noch von meinen Nadeln hüpft und fertig ist. Und da wäre ich dann schon ganz zufrieden, weil dann habe ich, glaube ich, fünf große Pullover gestrickt und einen geschenkt bekommen. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen an einem anderen Projekt weitergestrickt, auch aus Finkhofwolle. Die Anleitung ist auch eine Kaufanleitung von der Jennifer Steinges, heißt sie, glaube ich. Und ihr kennt ihn schon, das ist der Arboreal. Habe allerdings nur ein paar Reihen gestrickt, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Das ist also, was ich auf jeden Fall, wenn der Wanderling fertig ist, möchte ich da dann fleißig weiter dran arbeiten. Das ist der so ein Colorwork Yoke, ist auch die Finkhofwolle, die gleiche, also in Merino dünn, in Grau und in Blau. Und ja, da kommen jetzt dann verkürzte Reihen, noch ein paar, und dann wird schon bald die Ärmel abgetrennt und dann geht es eigentlich nur noch einfach in glatt rechts weiter. Ist dann nicht mehr so spannend. Aber dieser Yoke, der hat schon sehr viel Spaß gemacht zu stricken und ich finde den auch total klasse mit diesen Blättern da, die hier da rauskommen. Also, ja, da wird also auch demnächst sicherlich ein bisschen mehr wieder dran gestrickt und der wird wieder etwas mehr wachsen. So, was habe ich jetzt noch zu zeigen? Bin ich am Überlegen. Ja, genau, ich habe aber auch noch was Neues angeschlagen. Ich glaube, das waren jetzt alle Projekte auf meine Nadeln, die ihr schon kanntet. Und ja, ich bin natürlich auch wieder so jemand, der ab und zu mal was Neues braucht. Und so gibt es auch wieder ein neues Projekt. Muss ich nur schauen. Ah, ich habe es da drüben hingelegt. Ja, im Moment sind ja alle so im Kuschelwahn. Also überall wird irgendwo mit Mohair oder mit Kitzel, also so diesem feinen Flauschgarn gestrickt und irgendwo, ach, ich weiß es nicht, ich bin da etwas zwiegespalten. Ich glaube, ich habe da vor als Kind so ein kleines Trauma, weil meine Mama, die hat auch gestrickt, aber nicht viel. Aber eines, was sie gestrickt hat, war so Mohair-Jacken in Patent. Und es war reines Mohair. Und das war nicht richtiges Mohair-Wolle, sondern das war so super billiges Garn aus dem Supermarkt, so dieser große Knäuel für, was weiß ich, 2-3 Mark damals, keine Ahnung. Also das hat schon geknistert, wenn man überhaupt reingeschlüpft ist.
hat sich zwar auf dem ersten Moment schon ganz kuschelig angefühlt, aber es war immer so, es war auch sehr voluminös. Also da war irgendwo halt gerade raus und dann rechts und links die Ärmel dran. Ja, damit wurde ich dann eingedeckt als Kind. Und ich fand es irgendwo, glaube ich, nicht so toll. Auf jeden Fall bin ich seitdem etwas skeptisch gegenüber so Flauschgarn wohl eingestellt. Aber nachdem ich das jetzt so oft gesehen habe in irgendwelchen Podcasts und eigentlich auch ich habe es auch schon live gesehen bei manchen, also viele verwenden ja dieses Flauschgarn dann in Kombination mit einer ganz normalen Fingering-Garn. Also da finde ich es eigentlich dann schon, schaut schon toll aus irgendwie. Also ja, ich bin dann schon versucht. Und erst wollte man, da habe ich mir gedacht, ja, ich habe auch so ein paar Kitzsilkstränge, habe ich sogar zu Hause. Ich habe es mal für so ein Tuch habe ich's verwendet, das ich dann verschenkt habe. Also auch ein Fingerring und so ein Kitzsilk, also so ein Flauschgarn. Da kam das auch schön raus. Aber ja, für einen Pulli hat es nicht gereicht. Aber mir ist dann etwas anderes in die Finger gekommen. Was ihr vielleicht, naja, ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern. Das habe ich letztes Jahr auch irgendwo ergattert. Es war auch irgendwo, habe ich was bestellt. Ich glaube, bei Junghans sogar. Auf jeden Fall war es im Angebot und oder im Ausverkauf. Und das war diese Wolle. Dito Payette heißt sie. Von Lana Crossa. Das ist mit Baby-Alpaka. Also, das ist jetzt dann mit Baby-Alpaka mit Mohair. 19% Alpaka, 19% Mohair, aber dann auch 54 Polyamid und 8% Polyester. Und Polyester sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sind immer wieder so kleine Pailletten drinnen. Kleine durchsichtige Pailletten. Jetzt habe ich wahrscheinlich das einzige Stück, wo keine drinnen ist, erwischt. Ihr merkt schon, wie ich den Faden halte, dass meine Augen schlecht sind. So, da sind. Also man sieht sie kaum, aber es schimmert immer so ein bisschen. Also sie stören auch nicht beim Stricken. Und ich denke, es kratzt dann auch nicht so beim Tragen. Ja, dieses Garn habe ich jetzt eben ausgegraben. Ich habe relativ wenig. Wahrscheinlich muss ich noch irgendwo was nachbestellen, aber es gibt es tatsächlich noch auf eBay, habe ich schon geguckt. Kann man das tatsächlich auch noch nachbestellen? Es wird zwar dann eine andere Partie sein, aber das fädle ich dann einfach ein oder mache dann ein bisschen Absatz, dass das dann eben nicht so auffällt. Und dann war das Problem, was stricke ich da draus? Viele stricken ja den Rose Cardigan, aber da braucht man, erstens fädelt der so ein bisschen. Ich habe ja nur eine einfarbige Wolle und mit den Fledermausärmeln ist nicht unbedingt so ganz mein Ding. Dann habe ich so geguckt und habe festgestellt, nee, ja, außerdem, ich habe ja eigentlich so viele Anleitungen zu Hause von irgendwelchen Magazinen und Zeitschriften und da bin ich dann mit dem neuesten Leine, heißt glaube ich. Leine-Magazin, Leine spricht man es glaube ich aus, ja, dass ich in Vaterstetten auf dem Wollmarkt gekauft habe und ich werde jetzt einfach diese Jacke stricken. Es ist glaube ich sogar das Titelmodell, fällt mir gerade auf, oder? Also die Dame schaut genauso aus und die Jacke auch, genau. Ich stricke mir da das Titelmodell. Es ist hier mit Dreiviertelärmeln. Muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich auch komplette Ärmel, also bis runter. Und das ist also nicht aus einem Kuschelgarn, aber ich habe es eben, konnte man das eben ganz gut aus diesem Kuschelgarn vorstellen. Ich musste ein bisschen umrechnen, weil mein Garn dicker ist. Ich nehme auch dickere Nadeln. Aber ich denke, das funktioniert dann schon. Und da habe ich eben angeschlagen. Ist auch wieder top down. Ich könnte euch auch noch sagen, wer da die Designerin ist oder der Designer von Annie Roden heißt die Designerin, genau, Annie Roden. Und ja, ich bin jetzt soweit. So, da muss ich es halten. Also es ist jetzt noch nicht so viel passiert. Und ihr seht jetzt auch die Rückseite. Also wird die linke Seite wird außen getragen. Dann auch wie beim Rose Cardigan, da ist es ja auch so. Und es kommt dann so ein schönes Lace-Muster.
hier, hier und dann eben am Rücken dann auch. Und ansonsten ist es relativ schlicht. Es hat auch keinen Verschluss, sondern vorne wird es einfach so ein bisschen weitergezogen, sodass man da sich dann so einmummeln kann. Und das ist ja eigentlich genau das Richtige für so ein Flauschgarn. Ja, da bin ich gerade am Stricken. Ich habe 5er Nadeln, soweit ich weiß. Chagu-Nadeln mit Nadelstärke 5. Es steht da theoretisch drauf, aber das kann ich nicht lesen. Ja, ich bräuchte eine Lesebrille, ich weiß. Aber ich bin zu eitel, die aufzuziehen. Solange es im Groben noch alles geht. Aber ich glaube, 5er Nadeln habe ich. Das waren die größten, die wo bei meinem Set dabei waren. Und ich schaue gerade mal. Ja, 5 mm steht da drin. Die habe ich genommen und ja. Das ist so ein Projekt, das soll so im Laufe des Winters dann wachsen. Und ja, ich hoffe, dass ich es dann auch den Winter noch anziehen kann. Also Jacken habe ich eigentlich relativ wenig. Also wenn ich was fertig gestrickt habe, meistens Pullover, aber bei den Jacken irgendwo, da bleibe ich meistens scheiterig und bleibe irgendwo hängen. So, jetzt muss ich nur mal einen Schluck trinken. Es ist eine Teetasse in meinen Dimensionen und in meiner Farbe. Also die mag ich eigentlich am liebsten und ich glaube, die war ursprünglich als Blumenübertopf gedacht, aber Teetasse geht sie auch wunderbar. So, jetzt schaue ich gerade auf meine schlaue Liste. Ein Ding wollte ich euch noch schnell zeigen. Ein klitzekleines Ding. Nämlich zu meinem Streifzug mache ich noch Armstulpen für meinen Freund dazu. Er hat irgendwo immer nur so ganz komische Billighandschuhe und Handschuhe. Ich weiß, er möchte gern Fingerhandschuhe, da es gibt Friemel, mag ich nicht so gerne. Aber ich denke, er freut sich auch über so Stulpen. Die sollen relativ weit dann raufgehen. Also das zeige ich so, dass doch ziemlich viel bedeckt ist und man kann das dann vielleicht auch umklappen oder so. Irgendwie so werde ich das dann machen. Und ich verwende jetzt zunächst mal den Rest von der Socken. Sechsfach Sockenwolle, wo auch in dem Schal drinnen ist. Und da, also ich möchte auch ein langes Bündchen machen, weil ich finde es angenehm, wenn die Handschuhe ziemlich weit nach hinten gehen. Und dann mache ich nur das Bündchen und der Rest wird dann in Dunkelblau gemacht. Also ich habe von der Drops Merino extra fein, habe ich noch 2 Knäuel exakt übrig oder fast 2 Knäuel. Vom einen habe ich glaube ein paar Meter vielleicht noch gebraucht. Aber das müsste für die Stulpen gerade noch reichen. Ja, so, aber das war jetzt tatsächlich das letzte Projekt. Das sage ich euch dann mehr, wenn ich dann bis, wenn ihr auch ein bisschen mehr seht von diesen Stulpen. Im Moment sieht man ja bloß ein paar Zentimeter. Jo, dann bin ich eigentlich soweit damit durch. Was gibt es sonst noch? Ja, also, das neue Jahr kommt. Genau. Und für alle, die mich kennen, wissen, dass ich gerne Pläne mache. Ich habe auch schon ein paar Pläne gemacht, aber da werde ich dann vielleicht im nächsten Video was erzählen, weil das droht ja jetzt schon wieder zu eskalieren und ziemlich lang zu werden. Deswegen will ich mich jetzt so ein bisschen kurz fassen am Ende. Ich habe fürs nächste Jahr geplant, dass ich so, das habe ich bei anderen Strickgruppen mitbekommen und das fand ich total nett und schön, die Idee. Dieses 6 aus, also dieses Jahr läuft dieses 6 aus 2018. Und ich möchte so ein gemeinsames Stricken, ich hoffe, dass es ein gemeinsames Stricken wird, 6 aus 2019 anleiern. Und da frage ich jetzt einfach mal an euch, ob ihr Lust hättet, damit zu stricken. Das läuft folgendermaßen ab. Wir nehmen jeden Monat mit einem geraden Monatszahl, also der Januar, der März, der Mai und so weiter. Und da ist immer der Projektbeginn, immer am 1. des Monats.
Ihr wählt euch schon vorab 6 Projekte aus, die ihr machen wollt. Das lasse ich euch das völlig freigestellt. Es können auch 6 UFOs sein, die ihr da fertig machen wollt, oder 6 Paar Socken, die ihr dann irgendwo vielleicht für Weihnachten dann verschenken wollt. Da hat man dann schon Geschenke. Oder für Ehrgeizige 6 Paar, 6 Pullover, keine Ahnung. Und ich stelle dann immer so kurz vor dem 1., das wird immer so zwischen 25. und 28. des Vormonats, werde ich dann ein Video hin kurz posten und dann eine Zahl auswürfeln zwischen 1 und 6. Und ihr habt vorher eure ganzen ausgesuchten Projekte nummeriert von 1 bis 6 und das Projekt mit der Nummer kommt dann dran. Also wenn im Januar zum Beispiel, wenn ich am 25., 26. Januar die Zahl 4 würfle, dann strickt ihr im Januar und Februar das Projekt Nummer 4. Wäre natürlich toll, wenn man fertig wird. Wenn man nicht fertig wird, dann ist es halt so. Da mache ich keinem Vorgaben, oder das ist halt dann einfach so. Wer hat da Lust mitzumachen? Ich werde auf jeden Fall sowas planen. Wenn keiner mitmacht, mache ich es für mich alleine. Und ich habe mir persönlich noch so ein bisschen eine Einschränkung vorgegeben. Und zwar habe ich so viele, das ist mal, wo ich für diese Flauschjacke, wo ich da eben geguckt habe nach Anleitungen, habe ich festgestellt, ich habe doch so tolle Anleitungen in diesen Pompom-Magazins, dass ich ja jetzt schon seit über einem Jahr abonniert habe. Und so viel habe ich noch nicht daraus gestrickt. Und ich möchte einfach 6 Anleitungen aus diesem bestehenden Pompom-Abo hernehmen. Das können, also ich werde sicherlich nicht 6 Jacken oder Pullover stricken, obwohl ich da sicherlich fündig werden würde, aber ich weiß, das wird dann nie fertig, sondern das werden auch mal Socken oder Stulpen, oder es sind auch tolle Tücher drinnen. Also so eine bunte Mischung. Ich muss mich da noch ein bisschen rein vertiefen. Ich versuche auch vielleicht das so zu machen, dass ich nicht unbedingt so viel neue Wolle kaufen muss, sondern auf vorhandenen Bestand da zurückgreifen kann. Also meinen Stash so ein bisschen verstricken. Auch das wäre eine Idee für euch, wenn ihr sagt, ah, Stashabbau, ich suche mir einfach nur die Wolle aus 6 Mal und dann kann ich mir jedes Mal, wenn die Zahl gezogen wird, überlegen, was ich daraus stricke. Wäre auch eine Möglichkeit. Also man muss nicht unbedingt eine Anleitung, man kann auch einfach, ja, sich vielleicht das Garn zurechtlegen. Ja, das ist so meine Idee. Wenn ihr mitmachen wollt, würde ich das gerne über eine WhatsApp-Gruppe organisieren. Ich denke jetzt mal nicht, dass es so uferlos viele werden, würde mich aber natürlich schon freuen, wenn es auch viele sind. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt hier die Rückmeldung ist. Schreibt mich bitte an, vielleicht per E-Mail, weil dann ist es ein bisschen privater. Es wäre toll, wenn ihr einfach, also um gemeinsam zu stricken, mache ich das über eine WhatsApp-Gruppe. Ich werde keine Gruppe bei Ravelry einstellen, weil da bin ich zu selten und da weiß ich genau, dass ich das irgendwann vernachlässige. Und bei WhatsApp, da weiß ich, dass ich dranbleibe. Das tut mir leid für all diejenigen, die kein WhatsApp haben. Ihr könnt natürlich trotzdem mitmachen. Also die Videos werde ich einfach auf YouTube stellen. Ich lasse die dann immer so um 2, 3 Wochen drinnen. Das Zeit sieht man dann nur, wie ich das auswürfle. Und dann stelle ich die auch wieder runter. Also das ist ja dann nicht mehr interessant, was ich im Januar für eine Zahl ausgewürfelt habe, wenn es dann schon November oder Dezember ist. Also jeder kann da mitmachen und muss sich auch nicht outen oder bei mir melden. Vielleicht habt ihr auch einfach so. Aber wer so in der Gruppe stricken möchte, der sollte sich vielleicht einfach bei mir melden. Einfach mit per E-Mail, die hängt dann hinten dran, oder Privatnachricht bei Ravelry oder auch bei Instagram. Einfach vielleicht auch mit eurer Handynummer gleich, dann würde ich eine WhatsApp-Gruppe bilden. Da kann dann nämlich auch jeder, das ist der Vorteil, kann dann zum Beispiel zeigen, ach, das sind meine 6 Projekte, die habe ich ausgewählt. Können gleich alle 6 im Vorher posten und sagen, das sind sie, oder dann einfach, ah, bei mir, oder wenn es dann ausgewürfelt ist, ah, das ist diesen Monat bei mir dran und das und jenes, sodass man einfach da sich ein bisschen austauschen kann und motivieren kann, dass man auch dran bleibt. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich finde sie eigentlich ganz, ganz schön und für mich auch vielleicht eine Möglichkeit, den einen oder die eine oder andere oder den einen oder anderen von euch kennenzulernen.
und so ein bisschen in Kontakt zu treten und ja, und auch zu sehen, was ihr so alles macht. Ja, damit beschließe ich jetzt das Video. Es ist eh schon wieder so lang und wünsche euch jetzt noch eine ganz schöne Adventszeit. Ich habe jetzt gar nichts Großartiges zu Weihnachten gesagt, weil so das Wollige einfach im Vordergrund steht. Aber ich will auf jeden Fall vor Weihnachten noch aufnehmen. Und ja, dann sage ich vielleicht da noch, was so an Weihnachten alles bei mir ansteht. Aber bis dahin, klappert fleißig mit den Nadeln, trinkt ein bisschen Glühwein dazu, backt und esst fleißig Plätzchen, vor allem essen, nicht nur backen. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen hoffentlich. Tschüss, eure Jenny.